Guten Morgen, Deutschland. Die Meinungshoheit ist in Gefahr. Die Demokratie ist in Gefahr. Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Und das alles seit gestern. Liebe Leute, auf Twitter geht gerade die Post ab. Nun gut, das ist natürlich ein kleiner Zusammenschnitt verschiedener Menschen, die leicht etwas durchgeknallt sind. Aber ungefähr so bietet sich heute Morgen Twitter an, wenn man heute Morgen in dieses größte soziale Netzwerk der Welt reinschaut, liebe Leute. Journalisten, Politiker hier in Deutschland, weltweit, drehen am Rad. Liebe Leute. Und man fragt sich da draußen, die Menschen, die Twitter noch nicht mal so kennen, warum das so ist. Nun, was ist passiert? Milliardär, Multimilliardär, einer der reichsten Menschen der Welt, Elon Musk, hat Twitter übernommen. Und warum hat er das getan? Laut seiner Aussage will er wieder mehr für die Meinungsfreiheit tun, weil er sagt, Demokratie und Meinungsfreiheit gehen einher. Und deswegen regt sich jetzt Twitter, das größte soziale Netzwerk, also nicht Twitter selbst, sondern die User auf. Und zwar die Journalisten, die Politiker, Menschen, die Nichtregierungsorganisationen angehören, all jene, die für die Meinungshoheit stehen. Unterschied: Meinungsfreiheit und Meinungshoheit. Meinungsfreiheit ist Demokratie. Das heißt, man muss jede Meinung vertragen können. Man muss sie nicht teilen, aber man muss sie vertragen können und es sollte nicht zensiert und gelöscht werden. Und Elon Musk hat genau das immer wieder angeprangert, gerade in den letzten Jahren, was auch die Pandemie angeht. Wir erinnern uns, wie er sich solidarisch mit den kanadischen Truckern gezeigt hat, wie er ebenso gegen die Impfpflichten war, wie er immer wieder die Meinungsfreiheit in den Vordergrund geschoben hat. Nun, ich persönlich traue keinem Multimilliardär, weil ich auch immer wieder sage, ein Einzelner mit so viel Macht in den Händen, ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Wir alle wissen es nicht, aber Fakt ist eines, seit Bekanntgabe, dass er Twitter übernommen hat, dreht die Twitter-Blase der Menschen, die Meinungsfreiheit einschränken, um ihre Meinungshoheit zu behalten, am Rad. Ob das hier in Deutschland ein Jan Böhmermann ist, der jetzt ein öffentlich-rechtliches Twitter möchte, oder ein Thilo Jung ist, der sich darüber echauffiert, dass möglicherweise wieder eine Meinungsfreiheit herrscht, die er nicht vorschreiben kann, oder all jene anderen Menschen, die aus einer politisch-ideologisch einen Seite kommen. Sie alle sehen ihre Meinungshoheit in Gefahr. Warum ist das so? Twitter ist das größte soziale Netzwerk der Welt. Wir erinnern uns, Donald Trump hat damals Twitter genutzt und ist durch diese eklatante Reichweite zum US-amerikanischen Präsidenten geworden. Und jetzt ist genau dieses größte Netzwerk der Welt nicht mehr in der Hand derer, die es kontrollieren konnten. Jetzt ist sie in einer Hand, wo sie Angst haben, dass sie es nicht mehr kontrollieren können. Es ist eigentlich ein guter Schritt für die Meinungsfreiheit, wenn Elon Musk das durchsetzt, was er angekündigt hat. And a good sign as to whether there is free speech is someone you don't like allowed to say something you don't like. And if that is the case, then we have free speech. And it's damn annoying when someone you don't like says something you don't like. That is a sign of a healthy, functioning free speech situation. Er hat zum Beispiel gesagt, er möchte Twitter open source machen, um mehr Vertrauen zurückzugewinnen. Er hat gesagt, er möchte die anonymen Bots, die anonymen Accounts löschen, dass man nur noch
mit der eigenen Identität, dass jeder sehen kann, wer was schreibt. Das würde bedeuten, dass sich diese ganzen Trollfabriken verabschieden könnten. Meinungshoheit, das ist das, um was es hier eigentlich geht, bei dieser ganzen Geschichte, liebe Leute. Und sollte er das umsetzen, was er gesagt hat, dann wäre das ein Schritt in die richtige Richtung, ein guter Schritt für die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Wenn er das natürlich nicht macht und für seine eigene Macht missbraucht, für seine Machtinteressen, dann wäre es natürlich wieder mal ein Rückschritt. Lassen wir uns überraschen, aber Fakt ist, heute Morgen, der Morgenkaffee auf Twitter, liebe Leute, alleine mit den Reaktionen der deutschen Journalie und der deutschen Politik, das ist ein Träumchen. Euch allen einen schönen Tag.